Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Der Typ mit den 0,0 Fußballskills hat einen Vertrag bei Schalke unterschrieben, ne? Wie gestört ist das denn? Natürlich nicht zum Fußballspielen, keine Sorge. Aber Freunde, ihr seht mein neues altes Wohnzimmer. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich werde euch im Laufe des Videos erklären, was alles so die Formalitäten sind, was hier genau meine Aufgabe ist und so weiter und so fort. Heute ist Media Day, das heißt, es werden Bilder und Videos von den Spielern aufgenommen. Wir haben auch die Möglichkeit, mit zwei Spielern noch ein bisschen zu sprechen. Ich werde natürlich versuchen, noch ein paar mehr ranzubekommen. Star-Sechser Rudi. Werden wir uns heute schnappen, Freunde. Das ist eine ganz klare Geschichte. Bin natürlich auch schon Ewigkeiten Schalke-Fan. Und da geht nochmal vorneweg ein großes Dankeschön an euch alle raus, die mir das ermöglicht haben. Für mich wird wirklich ein Traum wahr. Das ist mit Abstand die coolste Kooperation, die ich bis jetzt hatte. Auch noch mit dem Stein hier zusammen. Besser geht's nicht. Ich will jetzt aber gar nicht so viel rumlabern. Ich nehme euch ein bisschen mit auf den Media Day, zeige euch ein paar Sachen und erkläre euch dann auch nochmal nachher, was ich hier genau mache. It goes A for ambition, be what I wanna be, see past the situation that's in front of me. Ach nö. Doubt is an enemy, Zep, we say fuck 'em. The irony is they inspire me to love 'em. G is past go and ignite the cash flow. When eights is put your heart in whatever's your last hope. I is iron fire, but too light the fire. So we be the streets number one supplier. And jazz for them Jordans for my niggas when I make it. Give me two of those strange no name kicks. Earth wind and fire type, and the men no peace. So, Schmieder, genau, wo sie halt FIFA spielen. Resembles me and it accounts for LMNOP. You the track up like are you impressed? Get your bread, kid, but never let it go to your head. SS for success to be the best. T is teach back what you learn that's next. Nimm das Gewinnspiel teil. So, wir sind jetzt hier mit Alex, neue Nummer 1. Hoffentlich noch ein bisschen länger. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich habe aus gewissen Kreisen gehört, vom guten Nassim, dass du auch ein bisschen Fieber spielst und zu den Besseren noch gehören sollst. Oh, also, das habe ich gehört. Ja, es ist so, ja. Ja. Ich spiele mehr mit meinem anderen Torwartkollegen, aber dann face to face, damit wir die Emotionen sinken. Okay. Aber Ultimate Team ist eher nicht so leicht? Eher nicht so, nee. Wenn, dann treffen wir uns gemütlich und spielen dann gegenseitig die Emotionen zu sehen, weil ich finde, das sind am geilsten. Ja, auf der Couch gegen Kollegen ja. Einfach. Was ist so deine Lieblingsmannschaft, wenn ihr so spielt? Wir spielen meistens Zufall, ja. Das ist schon hart. Jetzt so meine Lieblingsmannschaft, klar die größeren, Man City und so, da sind schon geile Spieler dabei. Aber sonst spiele ich auch mal gerne mit Paderborn. Weißt du, was Treuer ist? SC Paderborn ist Nummer 1 für mich, hundertprozentig. Ja, die Spieler kenne ich dabei. Und, ja, ist was anderes, wenn du mit Spielern spielst, die jetzt nicht 90 oder 88 Stärke haben. Weil da musst du anders spielen. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Hast du denn so einen Lieblingsspieler, wenn du mit einem besseren Spieler spielst, wo du sagen würdest, der ist beim Spiel so mit am krassesten? Leroy ist schon ganz geil. Ja. Tempo, hat ein gutes Pace und Abschluss, deswegen schon wichtig, finde ich. Jetzt hast du ja eine gute Saison gespielt. Ich glaube, letztes Jahr war deine Karte so bei 70 um den Dreh. Also ein Ultimate Team jetzt mit der Gesamtstärke oder generell auch. Was wäre so dein Traum oder was denkst du, was wäre für dich ein realistisches Rating nächstes Jahr? 75, glaube ich, oder? 75? Wäre schon eine Goldkarte, ne? Ach doch, dann nicht. Dann würde ich sagen. Meinst du? Ja, dann würde ich sagen 72. Okay, dann mal schauen. Alles klar, dann danke dir. Danke auch. Besten Dank, ja? Hundertprozentig. So, Freunde, wir sind jetzt unten in der Kabine. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen hier gemacht. Es gibt bei Media Day so verschiedene Stationen. Steine aber mittlerweile auch. Abgedressed. Abgefrühstückt. Mir hat gerade voll das Wort gefehlt. Ein bisschen. Ja, ja, eigentlich schon. Ja, Freunde, wir machen ein bisschen Scheiße. Media Day. Ein paar Spiele am Start werdet ihr gleich alles sehen. Wir haben auch noch eine coole Sache für euch. Seid deshalb bis zum Ende dran. Gibt ein kleines Gewinnspiel mit unterschriebenen Trikots. Wäre geil. Freunde, Spaß beiseite. Wir nehmen euch heute ein bisschen mit. Zeigen euch ein paar Eindrücke. Media Day. Klärt sich auch von selber. Seht's gleich. Unser erster Tag tatsächlich ist offiziell bescheiden. Ja. Ja, ist auch neu für uns, ne? So, man soll es mal reinkommen, mega entspannt alles. Ja, die Spieler mega, mega Spieler, ja. Richtig, hätte ich mir nicht so krass entspannt vorgestellt. Ne? Anders enjoyed. Das war echt gut, dass man einfach hier unten in der Kabine chillt. Ne? Matondo einfach besser Tür, wir rennen einfach mit Badeschlappen rum, den juckt halt gar nichts so. Warte. Ist der Logo drin? So, sieht man, dass ich was mit Schalke zu tun habe? Nee. Dortmund, ne?
Wir sind doch bei Dortmund jetzt, oder nicht? Halt's Maul. So, wir sind jetzt hier mit den beiden Fanfluencern von Schalker Leben. Ich habe euch ja gesagt, die Funktion von mir und vom Steini ist unter anderem nämlich auch euch die Schalker Leben-Seite auf Instagram ein bisschen näher zu bringen. Aber auf dem Gebiet bin ich kein Experte, sondern ihr beide. Und ihr stellt euch am besten mal vor und erklärt so ein bisschen, worum es auf der Seite geht. Ja, ich bin Caro, hi. Ich habe letzte Saison schon mein Projekt mitgemacht bei den Fanfluencern und so ein bisschen für euch berichtet, was Schalke so macht in der Saison, aber aus Sicht eines Fans und nicht das, was über die Vereinskanäle zum Beispiel gezeigt wird, sondern eher so das Drumherum, wie ein Fan zum Beispiel spielt. Underground. So, du bist jetzt neu dabei. Genau, ich darf das erste Mal mitmachen. Normalerweise bin ich im Radio und da haben sie sich gedacht, die hat ein bisschen Einblick in Interviews, vielleicht setzen wir sie mal dazu. Aber auch hier ist es wichtig, dass es eben nicht von oben herab ist, dass es nicht wie eine Journalistin ist oder wie von Verein irgendwie gelenkt, sondern dass es halt wirklich rein Fansicht ist. Und da versuche ich jetzt in dieser Saison ein bisschen euch das näher zu bringen, wie die Spieler so ticken. Und bin gespannt, wie es geht. So, wir haben ein paar Spieler durch. Aber wir haben gerade unterbrochen, ich wollte ein bisschen flexen. Also ihr wisst Bescheid, checkt auf jeden Fall mal die Schalker Lebenseite ab. Ist oben in der Beschreibung verlinkt. Wir lassen uns jetzt hier nicht von Stein limitieren, weil es ist seriös, was wir hier machen. Ja, gar keine Frage. Also checkt es auf jeden Fall mal ab, ist oben verlinkt und da kommt cooler Content über die Saison. Also kommt, oder? Definitiv, auf jeden Fall. Kommt. So, wir sind jetzt auch mit dem Tag durch beim Media Day. War anstrengend, war lange, war heiß und haben wir unten nicht so viel davon gemerkt. Da unten ging es ja, aber du bist gerade Treppen hoch, da ist hier los, ey. 40 Grad einfach. Ultra warm. Aber Freunde, wir sind durch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall das Gewinnspiel ab. Das kommt jetzt zeitgleich auf meinem Instagram-Account online. Da könnt ihr das neue Heimtrikot mit einigen Spielerunterschriften gewinnen. Wisst ihr Bescheid. Teilnahmebedingungen seht ihr dann alle bei Instagram. Checkt das auf jeden Fall ab. Steini ist auch im Vlog online gekommen. Auch da abchecken. Bisschen besser auch wie deiner, ne? Gerüchte behaupten das, ja. Ja, ja doch. Gerüchte, schon heiße Quellen, glaube ich. Und ja, ihr wisst, wie der Hase läuft. Lasst einen Daumen da. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an kann ich nicht mal den Verein aussprechen, für den ich jetzt unter Vertrag stehe. Vielen Dank an Schalke und an Schalker Leben für die coole Kooperation, dass wir jetzt hier am Start sind. Wir freuen uns, was noch so passiert in der nächsten Zeit. Es wird ganz geil. Bruder, Trainingslager. Ich biete mich an, Trainer. Heute erste Gespräch mit David Wagner gehabt. Hat gesehen, vorne ein bisschen Probleme im Sturm gerade. Ich muss jetzt trainieren gehen, ich habe keine Zeit für dich. Erster Spieltag. Achte, wer vorne im Sturm steht. Ich muss auch trainieren gehen. Ja. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean and no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for you. All the naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside, that's why I do this for you. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for you. All the naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside, that's why I do this for you. I do this for the kids who sit a bit outside the mix, who maybe cope through humor just to fit in for a bit. Who never let the world know when depression's setting in. To all of those who know you, that impression don't exist. And it ain't counterfeit, it's just a way to counter it. I'm living things I dreamed about, I still encounter it. It ain't something that a cigarette or alcohol can fix, but all because of it I flip.